Das kommt jetzt. Warum? Der hat nicht Resident Evil gesagt. Ja, das macht er, sobald er auf neues Spiel klickt. Bist du Und entmutet? außerdem ist es President Zwiebel. Bist du entmutet? Ja. Mann! President Zwiebel! War es gerade echt synchron? Nicht mal geplant. ja, das ist die originale PS1-Version. Auf einer PS1 sogar. Ja, auf meiner PS1. Aber wahrscheinlich hat das schlechtere Grafik, weil. Es wird auf 1080p hochskaliert. Wir können übrigens auch auf 780p runterskalieren. 720. Meine ich ja. Echt? Ja. Mit dem Ding? Nein, nicht mit dem Ding, sondern mit dem Konverter. Achso, wusste ich gar nicht. Ja, das ist jetzt auch nicht. Das ist ein bisschen verpixelter, weil wir ein 8-Bit-Game auf einem HD-Fernseher zocken. Ja. Ne, das ist ein 32-Bit-Game. Oder was, 64? Ich glaube, die PS1 lief sogar noch auf 32 Hertz. Ja, die PS. Die N64 war ja 64. Das ging ja Nintendo 64. Genau. Die GameCube konntest du hin und wieder auf 64 oder auf 32. Ja, und hier tue ich das neue reinschneiden. Ja, meine ich ja. Also, wenn man hier ruhig labern, weil das will ich gar nicht mitfragen. Where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. Nein, danke. Sind mit Erdnussbutter gefüllt. Bizarre murder cases have occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Disappeared. Ich glaube, das war sogar ein richtiger Film, oder? Also ein richtiger Schauspieler. Ja. Das fand ich so geil damals. Da gab es ja noch nicht so wirklich Computer. It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. Aber Hauptsache Rescue hat zu viel HG, oder? Wer ist das? Chris. Ja, stimmt. Peinlich. Wer ist das? Chris. Den wir spielen. Die Hunde sind dazu bedrohlich, weil nicht richtig gezeigt werden. Ich wollte gerade sagen, oh mein Gott, der hat eine Waffe aufgehängt. Nur noch eine Hand dran war. Gott. Ach ja, das ist übrigens nur ein Director's Cut komplett schwarz-weiß. Glaube ich. No! Don't go! Das ist so süß. Joseph! Run for that house!
Und ab jetzt beginnt die Spielgrafik. Ach, als erstes die Tür auf. Sobald die durch die Tür gehen, beginnt. And myself. We don't know where Barry is. Also ich habe zum letzten Mal so gemacht, dass mit dem Türöffnen, wo sie auch reingehen, ich das Spiel benutzt habe. Also der Level. Die werden wir doch leider so machen. Die ist 23, Holy. Barry Burton. Ich kann sein Alter einfach nicht erklären. 35. Rebecca Chambers. 18. 19. 18. So süß. Albert Wesker. So viel Hagel. Resident Evil. Resident Zwiebel. Sie konnten ins Serienhaus entkommen, wo sie sich sicher glaubten. Doch. Okay. I don't know what happened. Barry! Where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably... No! What is that? I'll go and check. Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an emergency. Chris? Take care. Was war das? Diese Handbewegung. So, ab jetzt geht das Spiel los. Ja, mit der Originalsteuerung. Genau, das bedeutet, mit Steuerkreuz, also Analogsteuerung geht ja nicht. Steuerkreuz oben ist immer in die Richtung, wo der Charakter hinschaut. Und es gibt kein nach links und rechts, es gibt nur nach links und rechts drehen. Also wir werden oftmals schreiend weglaufen. Das hier ist... Das Inventar schaut sehr schön aus. Geiles Bild von Chris. Ja gut, Inventar haben wir immer noch die gleichen 6 Slots frei. Genau. Was mir gerade auffällt, weil Chris hat hier keine Handfeuer am Anfang. Dafür hat er... Eine Heilung, die Jill nicht hat am Anfang. Stimmt. Ja. Ja. Wir tun übrigens mit Viereck, rennen mit Viereck, da tun wir die Zurücktaste. Weil es mich immer noch verwirrt. Ja, renn doch mal. Ja. No blood. Was waren das gerade für Bilder? Das sind Flaggen. Okay. Ja. Wahrscheinlich werde ich eher sterben, weil Basti hat bei dem ganzen Rumgeteste schon die Steuerung kapiert. Zumindest kann man damit besser durch als ich jetzt. Also ich bin mit Steuerung eh immer besser zum... Also ich... Komischerweise, ich habe hunderttausende Steuerungen drin, verlieren sie aber, nachdem ich das Spiel nicht mehr gespielt habe. Und es gibt nur ein Game, wo ich besser bin als... Also ein Genre. Minimal besser. Ja, das ist Online-Multiplayer, Alter. Generell. Shooter. Ego-Shooter. Ja. Es gibt auch nur ein Game, wo beide gleich auf sind. Wetten, der hat eine Zwiebel? Oder er ist Zwiebel? Es gibt halt auch nur ein Game, wo wir beide ungefähr gleich auf sind. Das ist Smash Bros. Sonst bin ich überall schlechter als du. Ja. Ach ja, die sind hier sehr langsam. Ja, wahrscheinlich werde ich diesmal nicht beim Versuchen wegzukommen gefressen. Ja. So wie in Zero. Ach ja. Der gute alte Null. Kommt, ich glaube, er kommt nicht nach. Ich weiß nicht, wir müssen eigentlich, wir testen die auch alle zurück. Ich höre ihn zumindest nicht. Ja, ich glaube, bei der Chris-Story kommt er nicht nach. Bei der Chill-Story, ja. Ja, aber auch, du kannst ja direkt mit Jill umbringen. Ja. Dann rennt sie halt rein zu Barry und sagt, Barry, da war ein Monster. Das ist ja Munitionsverschwendung. Ach ja, man kann übrigens nicht gezielt auf Köpfe schießen.
Oder Füße. Und das Messer schaut sehr süß aus. Vielleicht so bricht er sein Genick. Wesker? Jill? Das ist schön, wenn der Kopf sich bewegt und danach erst der Körper. Mm. Legt dann eine Waffe. Mhm. What happened to Jill and Wesker? Ach ja, was? Guck mal, ein schwarzer Pixelbrei. Das war eine gute Zwischensequenzüberleitung. Was hier auch noch anders ist als im Original, dass das Schilds Waffe ist, wusste ich nicht. Möchten Sie diese nehmen? Beretta. Ach, na gut. Bayonetta. Ich glaube, die Crimson Heads gab es hier nicht, oder? Nein, die gab es ja. Die kamen mit dem Remake dazu. Genau. Und bei der HD-Version ist es ja so, dass Jill Schlüssel benötigt, um Türen zu öffnen. Für einige Türen. Hier ist es so, dass Jill alle Türen mit dem Dietrich knacken kann und Chris die Schlüssel finden muss. Ach ja, was ich auch noch kurz schauen wollte. Ob da hinten dieses. Ja. Heute den nicht den Kopf an. Das gab's hier nämlich, sag ich doch, das gab's hier nicht. Den gibt's die Lisa ja auch nicht. Was? Die Lisa? Ich weiß nicht. Aber schön, wie das unsere Treppe hier komplett nutzlos ist. Stimmt! Das war hinter dem Gemälde da, oder? Nee, Lisa war die, wo dann die. Ich meine, den Friedhof. Ja. Musste wahrscheinlich X drücken. Tatsache. Ich dachte kurz, dass ich aufgehauen. Ja, gab's hier nicht. Also Friedhof gibt's auch nicht. Und hier oben ist auch fast nichts. X drücken. Oh. Ich geh erstmal unten weiter. Gottes Willen. Ja, okay, damals gab's nicht so. Damals konnte man nicht so viel auf einmal rendern. Musik. Warum? Hey, warum ist hier die Schreibmaschine? Ja, gut. Nur zwei? Ja. Kann man später speichern, oder? Ja. Was ist denn das dann oben mit Datei? Oben im Inventar. Laden wahrscheinlich. Man könnte noch nie in Resident Evil speichern, wann man will. Ja, deswegen habe ich mich gerade mit der Datei recht gewundert. Schön gegen die Uhr gerannt. Ich weiß. Ist ja sehr elegant aus, oder? Ja. Das Spiel hier müsste eigentlich um einiges kürzer als die HD-Version. Ja. Hier gibt es nämlich auch viel weniger Räume. Das hier müsste nämlich, glaube ich, schon der Musikraum sein. Sie ist von innen verriegelt. Dann ist es nicht der Musikraum. Nom 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 nom. Nein! Nein! Nom 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 nom. Die Schüsse klingen hier so süß. Stech mir ein Messer zu. What the fuck, was war das? Ich dachte, das warst du. Nein! Oh, der lebt noch. Er hat einen Arm verloren. Nom 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 nom. Kannst du dich bitte wehren? Der ist tot? Ja. Ja. Alter, 9 Schüsse. Wäre jetzt geil gewesen, wenn du beim ersten Ding direkt gestorben wärst. Bin ich ja bei der HD-Version auch.
Aber es war jetzt wirklich nur wegen der Steuerung. Ich dachte echt, das warst du. Nein, ich weiß nicht. So, ich wollte noch was anderes zeigen. Stimmt. Wer sich noch an die Hunde erinnert in der HD-Version, hieß es anders. Ich hoffe es zumindest, ich weiß nicht, wie es bei Chris ist. Sonst stirbst du gleich. Ich weiß. Ja, hier sind sie klüger. Hier machst du einfach direkt die Tür zu, wenn du dann kürzer ist. Ja, da hat er den Kopf abgezwickt. Yep. So. Willst du halt im M&M's bestellen oder was? Nee, schau mal kurz. Aber schön, wie ich den Zombie in die Arme gerannt bin, oder? Ja, ja. Scheiß Uhr! Dann renn doch mal rechts rum. Das ist Kenneth. Oder was von ihm übrig ist. Vom Bravo-Team der Sterne. Er ist kaum noch zu erkennen. Ein grünes Kreuzchen. Ein Fisch. Draußen. Ach, hier ging es gar nicht weiter in der Originalversion. Nicht? Nein. Da ist nichts. Warum das denn? Das ist sehr viel kürzer. Mhm. Ich weiß. Hallo? Damals gab es noch nicht so viel Speicher. Das musste ja auf zwei CDs geklatscht. Och nee, bitte nicht. Was? Ich habe Angst, dass es mitten beim Zocken sagt, bitte wechseln Sie zu CD2. Aber ich weiß nicht, ob du es sagst, bei den alten Final Fantasy Games, die waren ja auch mal auf mehreren CDs. Auf der PlayStation, da hat dann nach einer bestimmten Storyzeit gesagt, wenn sie weiterzocken wollen, wechseln sie zu CD2 und so. Ich glaube Final Fantasy 8 hatte damals 3 CDs auf der PlayStation 1. Stimmt, ich glaube, wir mussten jetzt hier durch die fette Tür. Ja, da wo man standardmäßig auch durch muss. Klappe. Und was ja auch neu ist, was ich sehr interessanter fand. Es gibt hier eine Treppe. Ja. Du weißt schon, dass das so wie im Tutorial gezeigt wurde, nicht funktioniert. Oder? Das ist eine Karte. Oh, funktioniert anscheinend doch. Hm. Das war kein Tutorial, ist einfach nur zwischen eine Demo. Sie besitzen jetzt die Karte der ersten Itachi. Itachi? Hä? Der ersten Itachi. Ich hab eine Itachi, ich starte mittlerweile zu Hause. Was? Ich hab mittlerweile eine Itachi-Figur zu Hause stehen. Schaut richtig geil aus, also schwer. Okay, ich mag meine Wolf-Figur. Hm? Ich mag meine Wolf-Figur. Da ist Blut. Ja. Wow! Da war Blut. Ist er tot? Ja. Du solltest das Heilspray benutzen. Dieses Geräusch. Ja! Jetzt ist doch noch mehr Blut. Hey, noch mehr Ink Ribbon. Ich glaube, da werde ich gleich mal speichern. What the fuck war das? Ich habe eine neue E-Mail. Interessant. Danke, Amazon. Hast du wirklich nur das Ink Ribbon? Ja.
glaube, hier gab es die Verteidigungsobjekte noch gar nicht. Nee, gab es auch nicht. Stimmt, im HD hat man hier sein erstes Verteidigungsalbum bekommen. Dann wurde man vom Zombie angegriffen. Ja, hier liegt einfach auf dem Boden und tut einen am Fuß knabbern. Mhm. Geht durch. Nee, ich muss erstmal speichern. Achso. Wenn wir hier schon 3 Stück haben. 4. Stimmt. Ach Gott. Wahrscheinlich haben wir das so in 3 Stunden durch oder so. Naja, das wäre lustig. Also ich nicht. Damit können Sie Ihren Fortschritt speichern. Möchten Sie den Verband benutzen? Okay. Prüfe Speicherdatei N. Memory... Karte nicht vorhanden. Die ist aber drin. Warte. Okay. Der hätte ja vorher noch gesagt, dass er drin ist. Nee, hat er nicht. Stimmt. Och nö. Och nö. Die hat 2 Euro gekostet. Ich hatte 8 Euro. Oder 7. Hatte Standard. Ich mute mich mal kurz. Du weißt, was das bedeutet? Wir dürfen nicht sterben. Ja, machen wir No Death Mode? Ach nee. No Death Mode. Ich probiere mal was anderes aus. Ich glaube, das sind vielleicht auch Dateien. Das kann sein. Also so Notizen, eher gesagt. Das ist jetzt blöd. Ein bisschen. Stimm's mal in den anderen Slot rein. Aber ich verstehe es nicht mehr eigentlich, kann man das warum nicht mal einen Slot auswählen kann. Ach, komm. Wenn du jetzt auf Speicherkarte nicht benutzen gehst, dann geht einfach nur raus, habe ich schon geht gemacht. Geht wieder raus. Hätte vielleicht doch die originale Grüne nehmen sollen. Ja und die war grün. Ich würde lachen, wenn es jetzt geht. Damit können Sie ins Spielfortschritt speichern. Und was ist noch bedeutet für uns? Wir müssen uns einen Ruck durchzocken. Ja. Ne. Oh! No Death Mode! Also. Ja. Streng dich an! Ja. Auf jeden Fall, dass ich viel Munition finde. Und nicht wieder in einen Zombie reinrennen. Ja, wir können ja auch. Es sind nicht so viele Zombies immer da. Ich weiß. Das ist das Gute. Also, man kann eigentlich recht gut davor weglaufen. Man konnte damals auch nicht so viel auf einen scheiß Bildschirm klatschen. Ja, ja. Geheilt hast du dich ja, ne? Ja, ja. Müssen wir umso mehr. Okay. Ja. Es wird wahrscheinlich auch das erste Resident Evil, was wir dann ohne Speichern durchspielen. Das lang ist fast nach Link. Das ist zum Kotzen!
Ich sterbe gern. Eigentlich nicht, aber... Das lang falsch. Du kannst die Karte anschauen. Ich glaube, den Haifischbecken gab es hier noch nicht. Da, wo ich mich zum Fraß vorgeworfen habe. Hätten wir nicht... Ja. Ach nee, die Bosse. Ja, die Bosse. Also, wenn wir zum Boss kommen, bist du dran. Wir hätten es echt mal austesten sollen vorher. Das speichert, ja. Ob die Karte funktioniert. Nur Hilfe. Ich weiß nicht, wie hoch die Reichweite mit dem Messer ist. Ja, nicht sehr hoch. Okay, also ungefähr, wenn du beim Türrahmen ist, zustechen, oder? Ja. Ach, fick dich. Ach, ich kann ja... Ach komm, ich hab doch zugestochen, du A. Bist du tot? Schlag mal noch. Kannst du vielleicht nach unten gucken oder so? Nein, das geht hier nicht. Ach komm, das ist zum Kotzen, das man zum Angreifen braucht. Ich sehe gerade, man schießt hier generell direkt auf den Schädel. Schön durch die Tür gegangen. Ich hab den Zombie angeklickt. Warum? Weil ich wollte sehen, ob ich nochmal smashen kann. Aber ich hab bloß noch... Aber ich hab zweimal geschossen, oder? Ich hab bloß noch vier Kugeln. Dann zweimal. Also wenn ich zweimal geschossen hab. Genau. Und ich hab für den ersten Zombie 9 Kugeln gebraucht. Ja, da steht noch eine. Was, die 9 Kugeln für den ersten Zombie, das ist scheiße viel. Ja. Okay, ich habe einen Schuss davon auch daneben. Ah, ich kann doch. Okay. Ich kann doch nach oben und unten zielen. Aber ich weiß halt nicht, in welcher Entfernung er das wert hat. Der hat dich noch nicht. Jetzt hat er dich gesehen. Der kotzt. Ich hab keine Kugel mehr. Dann mach mir ein Messer, weil der kotzt eh gerade an dir vorbei. Jetzt kotzt er nicht mehr. Er hat einen Arm verloren. Weißt du? Und das war's mit dem Death Mode. Hey, ich hab kein Gesicht mehr. Gut, wir sollten uns vielleicht überlegen, eine Memory Card zu besorgen. Ja. Yep. Dann würde ich sagen, heute erstmal nicht. Genau. Geil. Das war's mit dem ersten Part. Ja, yep, das war ein Test-Part. Wir besorgen uns Memory Card und machen... Nee, das war ein Fail-Part, sagen wir ja, so. Ja, wir besorgen uns Memory Card und machen dann weiter. Ciao. Ciao.